Zu allen Golferinnen, ich wünsche euch einen sehr schönen Internationalen Frauentag. Also dieses Video ist nur für Golferinnen gemeint. So, was kannst du besser als die Männer? Deine Stärke, also in der Regel, ist es, dass die Hüfte bei den Damen flexibler sind. Das sehe ich jeden Tag, wenn ich Unterricht gebe. So, obwohl man weniger Kraft als die Männer hat, hat man auf jeden Fall, also technisch gesehen und für die Schwunggeschwindigkeit, diesen Vorteil, dass man flexibler in der Hüfte ist. So, ich werde dir jetzt zeigen, wie du diese Stärke ausnutzen kannst. Okay, so. Beim Ausholen schaue, dass du eine gute Hüftrotation machst, damit du die Schulter gut drehen kannst. Okay, mehr Hüftdrehung heißt bessere Schulterdrehung. Achte aber bitte sehr darauf, dass du nicht das tust. Das merke ich oft bei meinen Schülerinnen, ist, dass die Hüfte hier manchmal zur Seite gehen und dann wird der Schwung oft zu steil. So, drehen, ja, drehen und die Hände schön hoch bekommen hier, ein bisschen oberhalb der rechten Schulter. Jetzt von dieser Position habt das Gefühl, dass die Schulter gedreht bleiben, dass sie bleiben, wo sie sind, während du eine leichte Verlagerung nach links machst. Das ist ganz hilfreich. Mehrere Dinge. Nummer eins, du wirst dann die Arme senken, statt das zu tun. Und Nummer zwei, es entsteht dann Spannung, positive Spannung, die später im Schwung viel mehr Schwunggeschwindigkeit bedeuten wird. Okay, so schön rotieren, nicht so, Wirbelsäule bleibt, dann halten, während das Gewicht verlagert wird. Und jetzt öffne die Hüfte, so viel wie du kannst. Ich habe sehr viele Damen trainiert, sehr viele, auch sehr gute Spielerinnen. Und das sieht man immer, wenn man die gute Spielerinnen sieht, dass sie im Treffmoment diese schöne Position haben. Sehr offene Hüfte und die behalten den Körperwinkel sehr, sehr gut. Das solltest du auch versuchen. So, ich schlage jetzt einen Ball und ich mache das. Halte ein bisschen und ich öffne. Ich sag dir gleich, was für ein Gedanke ich beim Öffnen habe. Das wird übrigens dir auch helfen, Ball und dann Bodenkontakt zu haben. Erst den Ball. Also, damit ich mich ausreichend öffne, nachdem ich den Abschwung so gestartet habe, ist meine Vorstellung, dass mein Bauch im Treffmoment, ich weiß, das ist nicht der Fall, aber es ist meine Vorstellung, ist, dass mein Bauch weit nach links zeigt. Und so öffne ich mich besser. Nicht so gut, wie du das kannst, aber mir hilft es. Noch einmal, schön hohe Hände halten, während ich verlagere und öffne. Du wirst sofort mehr Musik, mehr Geschwindigkeit, mehr Power durch den Ball spüren, wie du das tust. Und das, was ich dir jetzt gesagt habe und gezeigt habe, ist eigentlich einfach eine gute Schwungtechnik. Aber die Mobilität der Hüfte setzt es beim Ausholen ein und dann vor allem beim Abschwingen, dass du ja kommst. Okay, so einen sehr, sehr schönen Tag. Tschüss, und falls du noch nicht meinen Kanal Von Hotry Golf abonniert hast, mach das bitte. Dieser Kanal ist für alle Golfer geeignet und ich freue mich, dich als Dame zu helfen, wirklich weit zu kommen und vielleicht auf eine Golfreise zu sehen. Tschüss!